Guten Abend, ihr Lieben. Guten Abend, Ulig, stillem Örtchen. So, es halt hier total. Schaut mal bitte. Ich habe mich heute ein bisschen hübsch gemacht. Habe gedacht, es ist mal wieder an der Zeit. Möglicherweise ist es auch ein bisschen lächerlich. Oh, guck, total lächerlich. Lippenstift. Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein! Das ist ja peinlich, Lippenstift an den Zähnen, oder? Schon eher peinlich. Liebe Grüße aus Düsseldorf! Tina, hallo! Leonie Schwuh 03, jetzt seid ihr auch schon weg. Geht's euch gut da draußen? Also, ihr seht, es halt ein bisschen, ich bin auf einem anderen stillen Örtchen. Wartung bitte. Da draußen muss es leiser sein, bitte. Leiser machen. Ihr Lieben, heute endlich mal in Ruhe reden mit dem Wotan Wilke Möhring. Der kommt nachher und ich bin ganz aufgeregt. Und ich habe dann festgestellt, nachdem ich ihn eingeladen habe, dass wir uns ja eigentlich sehr gut kennen, dass wir auch schon zweimal miteinander gedreht haben. Hab schon wieder Lippenstift an den Zähnen, oder? Geht ja gar nicht. Entschuldigung, ist ja peinlich. So, was habt ihr zu trinken? Lasst uns mal ein Konzept reinbringen. Heute bin ich ein bisschen konzeptlos. Erstmal setzen wir mal einen Fashion Fascinator auf, oder? Gut, ich sehe ein bisschen aus wie ein Bonbon, aber das kann man ja auch mal machen. Dann stelle ich fest, die Mutti glänzt. Das geht auch überhaupt nicht. Ja. So, hier, ne? Gibt ja so Glanzstellen. Ich bin heute übrigens in Quedlinburg. Ich habe heute eine Lesung gehabt, die erste Lesung nach dem Lockdown, eine Open-Air-Lesung. Und das ist was ganz Tolles gewesen. Allerdings gab es da so einen leckeren Imbisswagen und irgendwann in der Mitte der Lesung wehte mir so ein leckerer Geruch unter die Nase. Und das ist natürlich heftig, weil dann kriege ich sofort Appetit. Und dann haben wir wahnsinnig schön hier im Hotel gegessen, weil da musste ich ja von der Lesung zurück. Und habe mir noch so einen schönen, wir haben ein schönes kleines Getränk, ein Hugo mit Strohhalm, damit er wahrscheinlich so richtig zischt und ich total geblüdelt bin. Was trinkt denn ihr? Iris Hahn, was trinkst du denn? Eva Borscheid, schön, dass du da bist. Du trinkst Wasser? Wieso trinkst du denn Wasser heute? Ja, ich habe mich heute hübsch gemacht. Der Wotan kommt, ich habe auch, ich weiß aber gar nicht, ob wir dazu kommen, der ist ja so ein Fußballfan, ich habe so ein kleines Fußballquiz, möchte dazu eine schöne Anekdote erzählen. Vor vielen Jahren hat der Wotan, Wilke Möhring, mit meinem Mann, mit Partner, Lebensgefährten, Liebhaber, Fritz Karl gedreht, und zwar in Almeria in Spanien. Und da war gerade die Weltmeisterschaft. 2010 war das. Nee, oder? Doch, 2010. Und ich komme ins Hotel und Wotan sitzt in Vollmontur der Nationalmannschaft vor so einem riesen Flatscreen in Spanien, im Niemandsland, vor diesem Fernseher. Und das war sehr lustig. Ich habe mich dann dazugesetzt und er war, glaube ich, nicht so richtig ansprechbar, weil das war auch ein wichtiges Treffen. Oder Wotan, wenn du schon dabei bist, das war schon wichtig. Ich hoffe, dass der Wotan ruhiges Plätzchen gefunden hat, weil er musste heute mit dem Zug fahren. Und ich hoffe, dass im Zug, wenn er dann gleich kommt, Verbindung ist. Ich bin heute auch 5 Stunden mit dem Zug gefahren. Dann bin ich noch mit dem Auto 1 Stunde gefahren. Und jetzt bin ich hier. Und ja, ist ganz schön, ne? Mal so ein anderes stilles Örtchen. Ich habe natürlich, guck mal, ich habe alles mitgenommen. Meine kleine Spring ins Feld. Und mein kleines Logo habe ich mitgenommen. Und jetzt schauen wir mal, ob der Wotan schon da ist. Ist er denn schon da? Lass mal schauen, ob er schon da ist. Ich muss auch unbedingt darüber reden, das interessiert mich total, das habe ich jetzt gegoogelt, eine ganz tolle Serie gemacht, die jetzt im ZDF kommt. Das finde ich heftig, weil die ist irgendwie vor dem Lockdown gedreht, man hat aber das Gefühl, sie ist gerade... So, Elena. Jetzt aber. Gerade reingekommen, die Tasche kurz reingeworfen, Schlüpper gewechselt und... Ja, selbstverständlich. Ja, natürlich, muss ja mal ab und zu mal sein. So, jetzt bin ich fast da für dich. Moment. So, stilles Örtchen ist das nicht, aber still genug. So. Und Licht, Wotan, man muss dich sehen. Ja, ist ja gut. Warte mal. Hör mal, ich muss dir mal ganz kurz sagen, ich kenne dich ja schon lange. Ich habe dich heute gegoogelt, Wotan. Ja, auch das noch. Du hast einen Song geschrieben, ich glaube, ich fick dich jetzt. Nein, ich glaube, ich fick dich später. Eben nicht jetzt. Okay.
Entschuldigung, du hast natürlich recht. Ja, so, ist das so schöner für euch? Hier mit Gartenlaube? Ja. Ja, schön, das hast du da schönes angemacht. Ganz fesch. Total fesch. Hemd. Darf man in deiner Sendung rauchen, ja, ne? Ja, ja, logisch. Hier kann man rauchen, hier kann man auch trinken, Wouter. Das ist das Geile daran. Gut. So, Elena, du hast also gegoogelt, genau. Da hast du aber richtig tief gegraben, weil das ist. Warte mal, mein eigenes Bein ist hier im Licht im Weg. Wie mache ich das denn? So. Hallo. Welches Bein ist im Weg? Ich verrate nicht welches. genau. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier angekommen, weil ich wollte es eben nicht aus dem Zug machen, weil im Zug hatte ich Angst, dass das nicht klappt, beziehungsweise ich irgendwann gefragt werde, warum ich nicht die Toilette verlasse. Genau. Ja. Du siehst, ich habe mir was für dich gekauft. Hast du es gesehen? Haare? Nee, danke. Die sind so lang. Ich war gestern beim Friseur, weil ich habe jetzt, guck mal hier, die haben jetzt eine tolle Blond. Guck mal hier, die meinen jetzt, der Gambeck hat gesagt, ich brauche jetzt einen Hollywood-Blond. Ja, ist super geworden. Oder? Also, aber ich habe, nee, aber dein Hütchen habe ich gesehen, hat es auch schon ein paar Mal auf. Finde ich gut. Der ist schön, ne? Hm? Genau. Ich habe gedacht, den magst du vielleicht, weißt du? Ja, genau, sieht so ein bisschen aus wie von meinen Kindern, ein bisschen eingelaufen in der Wäsche. Aber wenn man den so trägt wie du kannst ja sowieso alles tragen. Ja. Ja, das ist das Schöne. Und dann, das ist wirklich, ich habe gerade erzählt, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, wie du in Almeria im Ornat der deutschen Nationalelf. Ne? Ist doch so gewesen. Im wo war Almeria? Wo du mit dem Fritz gedreht hast. Ach so, natürlich, selbstverständlich. Ja, Black, Brown, White, ein super Film, genau. Über 2010. Lange seiner Zeit weit voraus über Menschenschmuggel etc. und so, genau. Hm? Du, aber entschuldige bitte, du drehst ja immer Filme, die den weit voraus sind, weil jetzt kommt ja eine Serie. Ich bin ja ganz fassungslos. Wie geht das denn? Ich habe das jetzt geguckt. Ja, genau, Slöborn. Ich weiß gar nicht, wann das anläuft. Irgendwie. 23. jetzt Juli, nächste Woche. Aber ja, genau. Ende nächster Woche auf ZDF Neo und in der Mediathek kann es so sein, dass es da schon läuft. Ja, total verrückt. Also, geht's nee, um diese Woche. Montag. Ja, meine ich ja. Freitag sind die Bayernferien. Donnerstag laufen 3 Folgen hintereinander auf ZDF Neo. Wahnsinn. Nee, aber das ist, glaube ich, eine ziemlich geile Serie, oder? Ja, genau. Also, wir haben das gedreht Ende letzten Jahres, zum Teil in Polen und so. Es geht um eine fiktive Grippe, was die macht und keiner weiß, woher die kommt. Die Polizei, die Maßnahmen werden krass. Und das ist original die Blaupause für unsere Pandemie. Es ist verrückt. Es ist nachher, also dieser Satz, den alle gesagt haben, jetzt wo sie rumgelaufen sind, das ist ja wie im Film hier. Und genauso war das. Also es ist wirklich also verrückt und das ist einfach, wenn du so Genre-Fiction machst, machst du ja viel, arbeitest du mit übertriebenen Bildern und voll krass und so. Und dass das dann sich 1:1 einstellt in der Realität weltweit. Also, Wahnsinn. Oder? Ja, richtig verrückt. Also richtig kann man gar nichts zu sagen. Einerseits natürlich toll, weil das die erste Serie ist, die so zeigen kann, wohin das hätte führen können, ne? Oder was daraus entstehen hätte können und so. Aber alle Phänomene mit Schuldigen suchen, mit Abschottung, mit Isolation und so weiter, ist genau wie in echt. Also ist wirklich super. Also die Serie ist super, aber es ist einfach krass, dass sich das so eingestellt hat, 1:1. Das ist, kann man nicht mitrechnen. Aber kannst du denn, wenn man das jetzt schaut, das interessiert mich, kannst du sagen, also vom Gefühl her, ist es dann noch so, dass man sagt, normal sagt man ja, oh Gott, das passiert gar nicht. Das ist ja jetzt anders, ne? Also so ein bisschen. Ja, genau. Aber deswegen, das meine ich ja, wenn du jetzt, sagen wir mal, so einen alltäglichen Stoff oder vielleicht einen Tatort drehst, dann kann sowas nicht eher passieren, weil es ja eher in der Realität stattfindet, in der Gegenwart. Aber bei so einer fiktiven Serie, wo es um den Weltuntergang geht, rechnest du nicht im geringsten damit, dass sowas kommt. Wouter, entschuldige, ich muss wieder. Hast du ein Headset in der Nähe? Habe ich. Mach das mal bitte, der Ton ist schlecht, sagen Leute. Ja, ist ja gut, hol ich. Ja, nee, da sind unsere Zuschauer sind kritisch, das ist auch richtig. Das muss ja, ich ja, ja. So. So, alles dabei hier. So. Wo bist du denn da eigentlich? Verrate ich nicht. Okay. Gut. War mal im stillen Örtchen, warte mal kurz. So.
Wotan dreht den Ton besser. Wotan ist doch Profi, ihr Lieben. Was denn, was macht Wotan so? Ja. Zeig mal. Und hallo, ist jetzt besser? Ist jetzt besser? Und ist besser jetzt? Wotan ist ein so schöner Mann, wird hier gerade geschrieben. Ist jetzt besser? Ist jetzt besser vom Ton? Hast du eingesteckt, ein bisschen leiser gemacht, Wotan? Warte mal kurz. Ja? Ja, ich glaube, es ist besser. Ja, ich habe da reingeschaut. Sowas? Und ich meine, ja, ich glaube, es ist besser. Weil ich sag dir was, ich habe ja im Lockdown meinen Kindern irgendwann, weil mich das so geschossen hat, habe ich gesagt, wir gucken jetzt Outbreak. Kannst du dich an den noch erinnern? Ja, Outbreak und Contagious und so sind ja in der Zeit, ist natürlich klar, Psychologie, alle wollen sehen, dass es anderen noch schlechter geht, um sich besser zu fühlen, ne? Oder zu sehen, wohin könnte das führen. Und deswegen hätte ich zum Beispiel an ZDF-Stelle die Serie vielleicht noch eher gebracht, die war, glaube ich, ein bisschen eher fertig, aber man hatte da, glaube ich, Bedenken, dass das durcheinander geworfen wird mit Dokumentation und sowas. Weißt du? Also, dass man dachte, ich glaube schon. Deswegen ist es auch auf Neo gelandet, weil es ein bisschen jüngere Zielgruppe ist. Aber es ist einfach eine super Serie. Es ist die erste Serie, es ist auch ist international vermarktet, die erste Serie zu dem Thema. Ne? Wie, entschuldige bitte, das hätte das ZDF bringen sollen, die haben es jetzt auf Neo gepackt, weil das jüngere Publikum es anspricht. Ja, nee, das ist ja beides ZDF. Aber es gibt das ZDF-Hauptprogramm und ZDF Neo. Und Neo ist ja so, wie wir ein paar Firmen schon hatten, die jüngere Zielgruppe, ne, vom ZDF. Und da halt durch ist es dann, weil es eben so vielleicht den einen oder anderen Eltern hätte verwirren können im Sinne von, ist das jetzt Live-Übertragung aus der Nordseeinsel oder ist es doch eine Fiktion, haben sie es auf Neo gebracht, ne, um da keine Panik zu schüren. Glaube ich. Ja, aber ich finde ja eigentlich, dass das ganz wichtig ist, dass es trotzdem, dass du nicht nur die Dokumentation hast, sondern in der Fiktion kannst du immer noch ein bisschen das Gefühl haben, es ist genau. Ja noch nicht da. Genau, beziehungsweise kannst du in der Fiktion ja auch in die Richtung übertreiben, wie das hätte vielleicht werden können. Also genau. Einsatz Bundeswehr mit all den Maßnahmen, die wir uns ja zum Glück erspart haben, weil alle sich dran gehalten haben und so, aber das hätte so werden können. Und das ist natürlich toll zu sehen, wie das hätte werden können. Und das Ende der Serie, die zweite Staffel ist in Plan und dritte auch, ist ja quasi, dass die Menschheit mehr oder weniger ausgelöscht ist. Ja, aber sag mal, wie ging es denn dir? Hast du nicht die ganze Zeit Schiss gehabt im Lockdown, nachdem du das gedreht hast? Nein, ich fand es die Parallelen sind mir später erst gekommen, ne? Also weil ich dann selber mit Maske, denke ich, das ist ja wie im Film, das ist ja wie der Film. Das ist mir viel später erst eingefallen, weil ich an meine Arbeit verlasse und dann ist das verlassen, dann habe ich eine Zeit mit den Kindern gehabt. Aber Angst hatte ich insofern nicht, weil ich überhaupt keinen persönlich kenne, der Corona, der diesen Virus hatte, ne? Kenne ich überhaupt keinen. Und die Kinder und wir gehören jetzt nicht unmittelbar zur Zielgruppe. Und also ich hatte halt plötzlich auch, wir hatten einen Drehabbruch, ich habe so einen Kinofilm in München gedreht, wir hatten einen Drehabbruch, da habe ich es erst auch geglaubt, so richtig. Ne? Also Drehabbruch und wenn die Bundesliga aufhört zu spielen, dann ist ernst. Ne, wirklich, dann ist ernst. Wirklich? Ja, das war für mich so ein, klar, das ist so ein Milliarden. Nee, aber da ist so ein Milliardenapparat hinter, wenn die sagen, es geht nicht mehr, dann geht es wirklich nicht mehr. Und das hat so, war dann ernst der Lage. Und dann habe ich das Beste aus der Zeit gemacht. Ich meine, du weißt das, ich habe drei Kinder, wir hatten Platz genug und Zeit genug und die Sonne hat geschienen und wir haben das so benutzt, als die Zeit ist stehen geblieben. Das haben wir uns schon immer gewünscht. So. Also ich habe versucht auch, dass den Kindern irgendwie diese Zeit, diese besondere Zeit, die die ja in ihrem Alter verschieden verstehen oder eben auch nicht, dass sie nicht nur negativ in Erinnerung bleibt, weißt du, sondern eben auch gut hat. Genau. Und das hat uns, wir haben extrem viel Zeit zusammen verbracht und das war eben das Geschenk, das Positivste, was man daraus machen konnte. Du, das finde ich auch. Ich finde, dass wir auch, also in allem, ne, was auch natürlich mit Existenz und wo geht's hin und so, aber dass die Kinder, dass du auch nicht irgendwo hinfahren musstest, die wegbringen musstest, verstehst du, dass man mal einfach nur mal zusammen war. Das war schon auch toll, fand ich. Genau, das war schon toll. Das ist natürlich, wenn man eine privilegierte Lage hat, eben Platz zu haben und eben nicht nur ein Kind. Ich kenne ganz viele, die hatten Einzelkinder, die sind natürlich irgendwann mit Dadadu und Du-Du-Du sind ja auch durchgedreht. In meinem Beruf, in deinem auch, kann man nicht home
Homeoffice machen. Das heißt, man war total abgeschnitten. Natürlich hat uns das total hart getroffen. Ich fange jetzt morgen übermorgen meinen zweiten Film an dieses Jahr und habe normalerweise schon viel mehr auf der Habenseite in jeglicher Art und Weise. Aber ist so, ne? Also andere trifft es noch schlimmer und ich will mich da gar nicht beschweren. Und das ist eben eine, genau wie im Film auch, eben eine, ein Problem, was nur alle zusammenlösen können oder gar nicht. Und ja. Dass es da Hilfen gibt für bestimmte Sachen. Ja, allein dieses Wort systemrelevant, das fand ich schwierig. Weißt du, wer ist systemrelevant, wer nicht? Ne, alle konsumieren natürlich zu Hause Kunst und Filme und Musik und so, aber Künstler sind plötzlich nicht mehr systemrelevant und so. Das fand ich schon, also hat eine große Lupe auf die Gesellschaft geworfen, so, weißt du? Also wer ist wirklich wichtig? Kriegen jetzt Krankenschwestern mehr Geld oder kriegen die nur die Klatsche vom Balkon und so? Muss man gucken. Aber was du wahrscheinlich andeuten wolltest, ist natürlich, dass jede Krise auch eine Chance ist. Ne? Du, aber ich finde, ich empfinde das, entschuldige, ich habe dich ja auch verfolgt auf Instagram zum Beispiel, also ich habe ja dann dieses Social Media, was mir vorher komplett fremd war, ja, habe ich dann zu meinem gemacht und ich finde das möglich und ich habe zum Beispiel dieses Unterhalten und ich empfinde uns zum Beispiel auch als systemrelevant. Ja, absolut, das meine ich. Wir müssen in dieser, dieser Zeit aufspielen und auch, absolut. Ich finde, auch gute Laune machen. Und hast du ein Tanzvideo gehabt? Ja. Hör mal, Wotan, das habe ich jetzt nachgetanzt zu Hause. Ja. Heimlich. Weil es so eine Energie aber bringt. Na ja. Ja, ja, wir haben ja so, also es ist ja so, wir haben da, also ich habe diese Homeschooling wirklich ernst genommen, ne, mit Unterricht und mit genau, auch, genau, also ich war auch da konsequenter Lehrer, streng bin ich wahrscheinlich auch. Und dann gab es aber eben auch Sport und da gab es auch Pausen. Und in eine dieser Pausen wollte ich ja natürlich, ich will aber auch was von den Kindern lernen, das machen wir ja auch jeden Tag. Und diese TikTok-Nummer war mir neu und dann haben wir da so ein bisschen rumgealbert und dann hat einer draufgehalten und dann war das, ist das so entstanden. Ich konnte aber der Versuchung widerstehen, das täglich zu machen, weil viele haben gesagt, sie wollten das unbedingt haben als tägliches Sportprogramm. Nee, und ich sag dir auch was, das muss ich jetzt leider mal sagen, ich habe ja auch diesen kurzen TikTok-Account gemacht. TikTok darf, wenn du da was postest, haben die Rechte der Fotos. Ich glaube, das ist bei Insta nicht ganz so schlimm. Das heißt, ich mache jetzt eher diese Reels, weil TikTok ist echt, Entschuldigung, da wird es echt haarig. Also, weißt du, wir sind ja eh schon, geben ganz viel ab, aber da wird es ein bisschen kriminell. Weiß ich gar nicht, deswegen bin ich da auch gar nicht aktiv. Also das ist ja so ein, auch so ein lärmender Kanal, eher für Jüngere, gerade was so Bewegung und Tanz angeht und viele machen das nach. Aber es ist einfach, wenn du mich fragst, eine weitere Plattform, die viel mit Musik arbeitet und die Musik und Film noch mehr zusammenbringt als, was weiß ich, die ganzen alten Plattformen. Aber also ich glaube, dass zum Beispiel, ich glaube eher dieses Programm, was viele Kollegen auch hatten, dieses Älterung, wo man so sich älter machen kann und so, was ist das denn? Nee, da gab es so eine App, das kennen auch viele, wo man eben aussehen konnte, wie man in 50 Jahren noch sieht. Echt? Da steht zum Beispiel der Server irgendwo in China und so, da hast du halt die Bilder weg, die Rechte weg. Aber Social Media jetzt noch dann, also ist ja auch bei, deswegen habe ich ja gesagt, auch, du hast ja dieses wunderschöne Smoking-Foto von mir genommen. Instagram ist halt öffentlich, ne? Und wo, so, deswegen muss man halt gucken, was man in die Öffentlichkeit stellt und das ist eben alles öffentlich. Ne? Ja, aber. Entschuldige bitte, weil du sagst, TikTok ist für Jüngere. Das Video, was ich meine, was du öffentlich gestellt hast, das ist nicht in Slow Motion gedreht, sondern das ist in Real gedreht. Genau, ist aber auch. Was für eine Kraft du hast. Also, ja. I'm a dancing machine. Yes, und ich will das auch machen. Nee, aber das ist ja so mit meinen Kindern, wie gesagt, deswegen diese wenn man so trocken lernt, ne, gerade Mathematik bin ich ja großer Fan von, und da muss man eben auch sich austoben können. Und das ist ja das, was auch in meinem Beruf so ein bisschen einem dann doch auch abgeht, wenn man so lange nicht sich ausprobieren und austoben darf, wohin damit, ne? Wohin mit der Energie, wohin mit dem, man durfte ja auch nicht raus, die Kinder haben nicht verstanden, dass man nicht andere Kinder treffen durfte, ja. Und so, deswegen diese Energie, das ist ja eine, also für mich ist Energie eben auch Veräußerung, raus und so, und wenn man das nicht kann, dann ist es halt, dann bleibt ja sowas nur noch über. Aber entschuldige, wir müssen ganz kurz, wir müssen bitte ein Foto machen. Ja. Dazu musst du dir diese Kopfhörer rausnehmen, Wotan, und so näher kommen. Wir müssen so ein, dann gibt es Fotos, ja, davon, dass, bevor ich das vergesse. Ich werde jetzt du und du mich. Was mache ich? Du kommst nah, pass auf, näher, Kopf nach unten. Ja, so, guck mal, so, warte mal. Aber man muss deine Nase sehen. Ja, aber warte.
So, jetzt mach mal jetzt ein Foto. Zeig mal die Nase von dir, geh mal ein bisschen näher, kipp mal den Kopf runter, Kopf ankippen, nicht von unten. Ja. Na, warte so. Ihr Lieben, macht ihr Fotos da draußen? So. So ist super. So sind wir. Ja, so, guck mal. Warte, ich mache auch. Warte, nee, warte, das machen unsere, ihr lieben Zuschauer, ihr macht das und die schicken das. Super, lach mal, Wotan, sag mal was. Warte mal, ich habe falsch gedrückt. Warte mal, ich mache auch Du eins. musst doch nicht, Da, ich will aber auch eins. du kriegst die nachher. Nein, Ruhe, ich mache jetzt eins. Warte. Du musst lachen oder lächeln. Ja. Geil. Super. Ich mache damit eine Ausstellung. Du kriegst es dann so im goldenen Ja. Rahmen von mir. Ihr Ja. Lieben, da draußen, den Wotan markieren, mich markieren, aber erst nachher das in die Story packen mit stillen Örtchen. Und heute gewinnt der 20. ein Buch. Ich verschenke meine Bücher. Der 20. was? Der 20., also die Damen da draußen und die Herren. Die haben jetzt einen Screenshot gemacht, deshalb machen wir Ja. das nachher nochmal, dass sie das wissen. Und nach der Sendung stellen die das rein. Ja. Und die 20. Sendung, Ja. also der 20. Post, den poste ich mit Gewinner Ach und so. der kriegt ein Buch. Ich dachte, der 20. Zuschauer. Okay, alles klar. Das entschuldige der 20. Zuschauer. Aber sitzt. Robert, ich muss dich was fragen. Ich habe Aber eine ganz kurz, aber Frage. ganz kurz. Sitzt du da bei dir auf dem Örtchen? Mit meinem Sitzkissen. Ah. Und da läuft das durch. Schick. Habt ihr Doppelspülung, also Kurzspülen für Pipi und Kohlen? Wotan, ich bin ja heute mit dir in Quedlinburg. Ich bin ja gar nicht zu Hause. Ach so, Scheiße. Auch Das ist ein das. Hotelbad und das wäre es. Hier ist nur eine einfache Spülung, aber mit Stopper. Guck. Gut. Das Wir zu war. Hause haben eine Doppelspülung. Genau, das ist gut. Für klein und für groß, ne? Du auch? Nein, ich habe ganz alte Spülung. Was hast du? Ich habe eine ganz alte Spülung. Du ziehst? Genau. Und dann renne ich, dann renn ich ganz schnell raus, weil es total laut runterkracht. Nein, Quatsch. Oh ja, verstehe. Sag mal, was hast du denn für ein Klopapier? Ich will nicht die Marke wissen, nur wie viele Lagen. Weiß ich nicht. Ach, ihr Männer, das ist so ein typisches. Also das Einzige, worauf ich achte, ist nicht geklort. Aha. Also recycelt, weil ich ja tatsächlich im Fachwerkhaus groß geworden bin, mit einer kleinen Kläranlage, da ehemals Sickergrube, und da darf man sowas nicht reinmachen, weil das eigene Wasser, wir hatten auch einen eigenen Brunnen, und das verseucht das Wasser. Und Wirklich? deswegen bin ich schon so groß geworden, dass man das möglichst der Natur, genau, dann lieber kurz mal die Augen zumachen bei dem Recyclepapier. Genau. Was hast du denn da für ein Papier? Also hier, guck mal, Oder hier. bringst du dir mittlerweile, oder bringst du dir mittlerweile dein eigenes Papier mit? Nee, du, ich sag dir aber ganz ehrlich, bei den Geburten meiner Kinder habe ich tatsächlich mein Klopapier eingepackt. Weil im Krankenhaus, das ist so ein hartes Recyclepapier, das geht nicht für für mein Geschlecht. Nee, genau. Das Wie geht nicht. sagt man Dings? Wie sagt man? Wie heißt es? Dieser Übergang da, wie heißt dieser da Dings halt? Ich weiß das schon. Entschuldige, Ja. genau. Wie heißt es? Hier ist, warte mal, dreilagiges. Guck. Ja. Man könnte, wenn jetzt wieder Wetten, dass käme, könnte ich natürlich auch in nächster Zeit so Klopapier lernen und sagen, welche Musterung von welcher Firma ist das? Meinst du, die haben alle eine eigene Musterung? Ich Ja. dachte. Ah, okay. Darfst du nicht? Nein, weiß nicht. Also, du sitzt anscheinend deutlich öfter auf verschiedenen Örtchen. Ich greife hinter mich und dann ist das Thema erledigt. Genau. Hast du nie Fußballklopapier gehabt? Nein. Nee? Nein. Also entschuldige, Wotan, du bist doch Fußballfan noch, oder bist du es nicht mehr? Du meinst jetzt von dem verhasstesten Verein, den man hat, nimmt man das Klopapier. Und wischt sich damit. Nein. Es gibt immer zur DM, also zu nicht DM, Quatsch. Zur WM gibt es immer so ein Special Fußballklopapier mit so Fußballsprüchen. Wirklich?
Aber bist du noch Fußballfan? Genau, und da steht da drauf, vorm Spiel ist nach dem Spiel. Und dann, oder da, selbstverständlich bin ich noch Fußballfan. Nee, aber sowas mache ich gar nicht mit. Also das mache ich gar nicht mit. Aber ich bin natürlich noch Fußballfan. Ich habe tatsächlich auch das letzte Wissen, dass es schon Geisterspiel ist, bin ich von München aus nach Paris gefahren, um Dortmund in der Champions League zu begleiten. Und das war schon scheiße. Geisterspiel. Was hast du gemacht? Ja, ich bin da hingefahren, hatte schon gebucht und ich fahre mit verschiedenen Kumpels immer dahin. Und das war einfach schon kacke. Da waren dann auch nur Paris-Fans vom Stadion. Da war noch nicht Versammlungsverbot, da waren nur Geisterspiele. Und dann haben wir das gesehen in irgendeiner Fußballkneipe. Und das ist einfach, das ist ja wie Training. Und dann, gut, haben sie auch noch verloren. Also von mir aus hätten sie eine Woche vorher das noch Fußball-Lockdown machen können. Nicht nur, dass sie kacke gespielt haben, aber es ist auch nicht dasselbe. Ich habe mir danach nochmal zwei, drei Spiele angeguckt. Es ist komisch. Geht es nicht? Nee. Irgendwie, also das ist ja das Tolle daran auch zu sehen, was ist eigentlich wichtig am Fußball. Und wichtig für mich am Fußball ist beim Stadionerlebnis, ist ja die Energie. Ne? Da sitzen 80.000 Menschen in Dortmund, im besten, schönsten Stadion der Welt. 80.000 Menschen aus verschiedensten Gesellschafts- und Kulturkreisen und alle haben dasselbe im Kopf. Und alle wollen dasselbe. Da geht es gar nicht mehr um die Unterschiede. Egal ob Loge oder nicht, klar. Und so, aber alle wollen ja in dem Moment dasselbe. Und diese Energie, die übrigens auch die Grundlage ist für alle Finanzen, für alle Spielergehälter, für alle Managergehälter, ist ja das Interesse. Und wenn das nicht mehr da ist, da fehlt was. Also ich finde auch, dass die Spieler, jetzt gibt es ja so eine, hoffentlich eben auch ein Nachdenken darüber, über die Spielergehälter. Auf der anderen Seite gibt es so eine komische Intention auch, brauchen wir die Zuschauer überhaupt noch? Weißt du, es gibt die Fernsehgelder, das sind ja das Geld und nicht das Stadiongeld. Aber das ist ja, das ist nicht dasselbe. Es ist wie um der Seele beraubt, weißt du, so. Ne? Das, und dieses Ereignis, dass wenn du als Spieler angefeuert wirst, du bist halt verletzt, dann glaube ich, macht das nochmal was mit dir, dass du nochmal richtig Gas gibst. Ne? Und wenn dann keiner dich anfeuert und du hörst jeden Rufen da hinten in der Ecke und so, das ist alles scheiße. Ich finde es scheiße. Aber meinst du, es wird wieder normal? Bald? Also. Irgendwann wird das natürlich wieder normal. Die Frage ist, wie, unter welchen Bedingungen und so. Ne? Also gilt auch fürs Theater. Ab wann ist es wieder normal? Ab wann ist dieser Mindestabstand nicht mehr? Der Mindestabstand ist ja das Ding. Ne? Und ja. Die Herdenimmunität, da weiß man nicht genau, was es damit auf sich hat. Keine Frage, keine Ahnung, ob es am Impfstoff liegt, ob der Impfstoff überhaupt die Rettung wäre. Es ist verrückt. Es ist verrückt, weil es eben... ich habe Lust, was sage ich in Slöborn einen Satz, weil ich bin ja Forscher, also Vater und Tierarzt. Du bist doch böse, ne? Nee, ich bin eigentlich ja der Gute, aber am Schluss gibt es so einen Twist, weil die Tochter fragt, guck mal, die ganzen Toten, warum glaubst du mir denn nicht? Und dann sage ich den Satz, weil ich für die arbeite. Genau, und dann erklärt ihr, dass Bazillen und Viren seit Anbeginn der Menschheit im Krieg sind mit den Menschen. Und mal gewinnen die einen und mal die anderen. Ja, aber das ist ja so. Weißt du, für manche Impfstoffe, was hatten wir gerade? Ich habe mit den Kindern in Köln, schon gibt es ja den Melatenfriedhof, die Pest. Also was hatten wir schon für Katastrophen, ne, aus denen Entwicklungen hervorgegangen sind oder eben nicht. Deswegen weiß ich gar nicht, ob man jetzt die Viren, die ja auch, also so doof das klingt, die haben ja auch eine Bedeutung auf der Welt. Weißt du, genau wie jede kleine Insekt, ob wir das verstehen oder nicht. Aber das hat ja eine Bedeutung. Für irgendwas hat das eine Bedeutung. Ob wir die verstehen, ob die uns im Weg ist oder nicht, das übersteigt vielleicht meistens unseren Horizont, aber es ist ja immer eine Herausforderung. Und wenn das zum Teil dadurch entsteht, dass man jetzt irgendwie Sachen komisch macht, hier Mad Cow Disease war damals nur, weil die eben tatsächlich Tiermehl an Tiere verfüttert haben, die Vegetarier sind und so weiter, weißt du, was ich meine? Also es ist immer ja auch ein Hinweis an, auf was wir achten müssen, ne? Oder was wir nicht beachten müssen. Ja. Ne, ja. Wenn sowas entsteht. Und das finde ich eben schon auch ganz interessant, was man da für Lehren daraus zieht. Und dass es eben nicht nur die eine Lehre ist, wir müssen uns abschotten und da gibt es zwei Klassengesellschaften. Die einen haben die Viren und die anderen haben die Viren nicht und so. Das ist, glaube ich, nicht die Lösung. Ne? Nee, aber Hast du eigentlich Schuhe an auf Klo? Was? Hast du Schuhe an auf Klo? Ja, ich habe tatsächlich Schlapfen an. Weißt du warum? Weil es kalt ist. Hotelschlapfen? Nee, ich habe mir so Schlapfen mitgenommen. Dürfen Hast du die Schlapfen an? Ich habe keine Schlapfen. Ja, aber ich mag das nicht. Guck mal, ich könnte natürlich auch so sein, ja, aber das Problem ist, dass der Boden hier so kalt ist.
Kommst du dran? Mit dem Mund? Mit einem Mund? Natürlich. Echt? Ja, also. Mit beiden? Beide gleichzeitig? Falle ich jetzt um? Nee, abwechselnd. Schaff mal. Das ist jetzt wieder linke. Da beiße ich jetzt noch rein. Das ist jetzt wieder rechte. Rechts? Ja, das schaffe ich auch. Ja. Und beide gleichzeitig? Nee, dann, wie gesagt, dann A fällt das Handy hin und B falle ich dann auch vom Stuhl. Ja, schon, das kann ich auch nicht. Ich auch nicht mehr. Also man denkt ja immer, ich wäre so sportlich, weißt du? Ja, ich glaube, also ich glaube, dass ich jetzt, wenn ich mich hinhocken würde, mit beiden dann kommen würde. Du ja auch. Ja, du kommst jetzt auf jeden Fall immer. Ja, oder? Sag mal, und ich möchte jetzt noch zwei Fragen von dir wissen, Wotan. Ja. Dann lass ich dich schlafen. Zwei Fragen oder zwei Antworten? Ach so, ja, richtig. Ich will... Genau. Ja, und zwar, wo ist dieses Lied? Ich glaube, ich fick dich später. Ja. Wo das ist? Ja. Was heißt, wo das ist, wo sich das versteckt? Gibt's das noch? Ja, also zu googeln ist das sowieso, das war ja, das darf ich jetzt auch direkt sagen, Gott hab ihn selig, mit meinem liebsten Freund David Delgado, der Mitbegründer von DAF, Deutsch-Amerikanische Freundschaft, tanzt in Mussolini, mit dem habe ich ja Musik gemacht in Berlin, in meiner Berlin-Zeit. Und wir haben eine Platte gemacht, die heißt Allein zu zweit am Telefon, eine LP bei Sony Records. Und das ist die ausgekoppelte Single. Die eigentlich. Was heißt das? Das ist eine Single, die ausgekoppelt ist. Warum? Weil man mit einer Single erstmal auf den Markt geht, um dann das Album nachzuliefern. Aber das ist aber trotzdem im Album drin. Genau, selbstverständlich. Allein zu zweit am Telefon. Und das ist die Single, die gab es auch in verschiedenen Sprachen. Gabi Delgado war natürlich Spanier. Die Stimme des Herzens heißt das, glaube ich, original. Und es fick dich später, das war damals lustigerweise nur die Übersetzung von einem Steve Poindexter-Song. Ja, da war das auf Englisch. Und wir hatten aber mit diesem deutschen Version auch kein Airplay damals gekriegt, wegen des Titels. Und wenn ich dann gucke, was heutzutage alles... Ne, du Schlampe und so und ich mach dies und das und so. Das war eine verrückte Zeit, es war einfach durchgeballert, aber die Single ist sehr lustig. Weil ich habe nämlich überlegt, ob ich die noch irgendwo kriege, weil du sagst, wo habe ich gegraben? Entschuldige, ich habe deinen Namen eingegeben. Wikipedia, an dritter Stelle steht das. Ja, ist auch ein knackiger Titel. Genau, ich mache da die Musik und Gabi singt. Bestellen weiß ich gar nicht, ob es das noch geht, aber weiß ich gar nicht. Anhören kann man sich auf jeden Fall noch. Machst du noch Musik, Wotan? Nein, leider nicht. Nee. Also für meine Kinder so ein bisschen noch, ne? Und mit den Kindern Gitarre und Schlagzeug ein bisschen so, aber dafür fehlt mir leider die Zeit. Muss ich wirklich sagen. Das wäre geil. Mhm. Das kann ich mir auch richtig vorstellen. Ja, und das ist ja auch noch, um den Kreis zu schließen. Und das war jetzt schon die zweite Frage. Ist das natürlich noch eine universellere Sprache als die Bildsprache, weißt du? Musik auf der Bühne, also gar nicht, aber die Direktheit und die Energie überträgt sie natürlich noch mal anders. Und jeder versteht es auf seine Art, egal ob er den Text versteht. Bei Musik ist schon was, ganz Tolles. Ich wäre eigentlich gern Rockstar. Ne, Rockstar ist ja dann, weil du dich so toll verkleiden kannst. Dann. Nein, aber dieses, ich würde gerne, wenn ich das sehe, da schießen mir die Tränen in die Augen, auf so einer Bühne und da sind 10.000 Menschen und singen mit. Ja, genau. Nee, das, aber auch zum Beispiel, dass es Lieder gibt. Ich bin ja nach wie vor auch, liebe ja Musik und ist auch ganz wichtig, dass es Lieder gibt, die hörst du an und du würdest dabei draufgehen. Weil es so geil ist. Genau, das finde ich eher. Diese Energie, die hast du ja beim Film nicht. Nee. Also schon, dass es dich berührt und mitnimmt und verwirrt und du gehst darüber nach. Aber es erreicht dich schon vieles hier und Musik ist halt nur hier. Ne? Und das ist schon toll. Da muss ich was erzählen, was Privates. Wie meine Oma verstorben ist, da kam, also wo man dann bespricht, wie die Beerdigung sein soll. Ja? Und dann hat die gesagt, das war mich sehr berührt damals, hat die gesagt, hören Sie, das ist eine Trauerkapelle. Da wird immer getrauert. Bitte machen Sie keine Musik vom Band, weil das schwemmt Sie weg. Das ertragen Sie nicht. Wenn, dann singen Sie, weil Sie noch am Leben sind, damit Sie atmen. Ja? Sie sagt, wenn sobald die Musik vom Band kommt, Sie wissen nicht mehr, wohin mit sich, weil das so emotional ist. Ach so, ja, gut. Dass du wegbrichst. Ja, stimmt. Weißt du? Das stimmt. Ja, interessant. Musik geht ins Herz und du kannst nicht halten.
Und trotzdem hat man ja, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, immer so einen unbewussten Soundtrack des Lebens im Kopf, weißt du, so Lieder, die, von denen du willst, die gespielt werden, wenn du drauf gehst. Ja. Weißt du, und das ist schon, ja, allein um die anderen auch so zu hinterlassen, guck mal, das ist alles sind alles Facetten von mir und das sind alle, jeder, der dich kennt, wird jeden Song kennen. Weißt du, aber die anderen nicht. Und das finde ich schon gut. Also Musik ist ja. Toi, 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 Fuku, Fuku, Shalawa. Hast du sie aufgeschrieben? Die wechseln ja immer wieder, aber so ein paar habe ich im Kopf aufgeschrieben, so weit bin ich noch nicht. Nee, um Gottes. Nee, manchmal, ich finde ja manchmal, jetzt kommen wir vom Thema ab, aber ich finde ja, dass man so Sachen mal so aufschreibt für sich selber und die so wegpackt, weißt du? Ja, stimmt. Ich bilde mir mal ein, ich schreibe den Kopf auf und dann habe ich sie doch vergessen, aber man müsste mehr aufschreiben, das stimmt, ja. Mann. So, Mutter, ich würde dich noch bitten, noch einmal Ah ja. mit mir dieses Foto zu machen. Und ihr Lieben da draußen, bitte macht jetzt ein Screenshot. Das ist auch sehr schön, Mutter. Das mach nochmal. Warte mal, deine Du Nase. musst den Kopf runter machen, sonst sehe ich in dein Nasenloch. So. Ja, aber sieht lustig aus, weil da hast du eine Löchernase. Ja, stimmt. Mach dir Fotos vor, das sieht doch sehr gut aus. Ich meine, wir verschmelzen gerade zu Mutter. Schau dir das an. Wir passen genau aufeinander. Du musst höher. Ich muss überhaupt gar nichts. Herr Spatz, Da. Scheiße, jetzt kommen die Hunde. Welche Hunde? Weiß nicht, hier sind hinterher, her, ich muss Schluss machen. Okay, mach Schluss. Es war super. Rotan. Bedanke mich. Und grüß zu Dankeschön. Hause, wenn du aus Mecklenburg weg bist. Quedlinburg. Alles klar. Hat Spaß gemacht. Bis bald. Bis bald. Ciao, mein Lieber. Tschüss, tschüss. Ciao. Ihr Lieben, schon ist vorbei. So ist es manchmal. Jetzt muss ich noch was sagen. Rotan, es war ganz toll. Hey, ich hätte jetzt noch ewig weiterquatschen können. Und ja, und jetzt hatte ich das Gefühl, vielleicht ist besser, dass auch manche Sachen im Herzen bleiben, als sie auszusprechen. Und deshalb würde ich jetzt noch gern sagen, ihr wolltet mit den Postkarten schicken. Das will ich auch. Ich habe noch nicht geschafft, dieses Postfach einzurichten. Ich werde das jetzt einrichten und sobald ich das habe, werde ich das sofort posten. Und spätestens am Donnerstag habe ich das Postfach, wenn ihr an der Schütt kommt, und dann machen wir das mit den Postkarten. Und ich hoffe, es geht euch ganz, ganz gut. Das war's wieder vom stillen Örtchen. Endlich mal in Ruhe reden. Hey, ich danke euch da draußen, dass ihr da seid. Das bedeutet mir total viel, dass ihr mich unterstützt, dass ihr Lust habt auf die Sendung, dass wir das machen, dass wir es einfach weitermachen und dass ihr mir danach, ich habe das neulich auch so geliebt, bitte schreibt mir die Kommentare. Ich finde das super. Ich lese das im Bett, das ist mein Bettunfall. Dann habe ich auch einen Bettunfall. Dann ziehen wir das aus. Kennt ihr das, wenn man so vorbei ist und man sich abschminkt? Man könnte auch eigentlich so machen, dann ist die Show vorbei. Das hat Mary immer gemacht. Guck mal. Gute Nacht, ihr Lieben.